Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, da oben versucht jemand. Oh mein Gott, das müssen wir uns kurz angucken. Wir haben Snake. Oh mein Gott, er schafft es. Ich hab die Wobbys gefangen. Da sind meine Wobbys, ich entführe. Oh, da wird mir richtig schlecht. Da wurde mir richtig schlecht, ey. Den armen Ben, schaut mal, er ist grün geworden. Oh, er steht hier schon so lange auf dem Berg. Er muss, glaube ich, gleich kotzen. Oh, richtig übel geworden. Guck mal, er steht schon. Es ist vergeht Nacht. Es wird Tag. Es ist Nacht. Es ist Tag. Oh nein. Der arme Ben. Der steht hier schon seit Monaten und wartet die ganze Zeit. Oh, da wird einem richtig übel. So, Leute, aber starten wir durch, oder? So, ich probiere es einmal kurz selber und danach können wir eine Lobby aufmachen. Okay. So, komm schon, Motorrad. Gib Vollgas, jawohl, Turbo. Jawohl. Okay, ich probiere die Challenge, okay, Freunde? So, hier hoch. Schön vorsichtig fahren. Turbo. Ja, oh, jetzt die letzte Spitze. Oh, das ist das Schwierigste. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich war oben. Wow, jetzt fliege ich einfach runter wie so ein Propeller. Oh nein, ich hab's geschafft. Ich war zumindest ganz oben. Also wenn man das jetzt noch toppen möchte, wäre die einzigste Möglichkeit, dass man wirklich mit dem Motorrad da oben steht. Also wenn jemand das noch schafft, das wäre das Einzige, wie es das toppen könnte, mit dem Motorrad hier oben drauf zu stehen. Aber selbst bin ich gerade hier ganz hochgekommen. Das war auf jeden Fall krass. Interessant. Und jetzt können wir auf jeden Fall durch den Eistunnel durchgehen. Und erstmal nice mit den, bei den Pinguinen erstmal die alle erschrecken, würde ich sagen. Let's go durch den Tunnel. Alter. Wow. Oh mein Gott. Aua. Da tut mir alles weh hier. Oh nein. Es geht alles schief. Hilfe. Nein. Oh, vorsichtig. Oh, wow. Alter, dieser Eistunnel. Junge, ich bräuchte so Spikes, so richtige Spikes auf die Motorradräder. Und hier runter. Wow, ab geht's, Tunnelfahrt. Juhu. Alter, das geht ja richtig gut mit dem Motorrad. Einfach durch die ganzen Tunnel durch. Mal gucken, ob ich unten rauskomme. Oh. Und im Trichter. Ich muss in den Trichter rein. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh, da ist zu. Da ist der gute Yeti. Und hier durch. Turbo Boost dran. Abfahrt. Abflug. Alter. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Turbo. Wow. Alter. Oh mein Gott. Einfach im Trichter gelandet. Oh mein Gott. Nein. Ich stehe. Oh. Vorsichtig. Ich will nicht abrutschen. So, schön langsam die Kreise drehen hier. Und jetzt aber. Wow. Wie so ein Sog. Boah, das ist wie so ein Strudel. Wenn das noch im Meer wäre, so ein Strudel. Alter. Oh mein Gott. Und Abfahrt. Ich wurde reingesungen. Wow. Turbo-Modus drin. Huhu. Wir sind durchgekommen. Oh, ist mir schwindelig. Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Oh. Schaut mal, da ist die Schüssel. Oh. Ich glaube, da ist ein bisschen Dings drin. Da stinkt es, glaube ich, da drin. Da hat sich jemand in die Hose gemacht. Die Fahrt war einfach ein bisschen zu krass. Schnell wieder weg. Das Motorrad müssen wir entsorgen. Es ist kontaminiert. Das muss ich jetzt leider versenken. Komm mit Motorrad. So, oh Gott. So, Motorrad. Geh schwimmen. Geh schwimmen, Motorrad. Komm schon. Oh, Abfahrt. Abflug. Wuhu. Ah, Hilfe. Oh nein. Wir sind unter Wasser gelandet. Oh nein. Machen eine Challenge, dass wir hier mit den Motorrädern versuchen, den Berg hochzuklimmen, ohne Cheaten. Und schauen, ob wir das schaffen, okay? Okay, ich zähle runter und dann auf los starten wir, okay? Seid ihr bereit? Okay. 3, 2, 1 und los. Let's go. Okay, los geht's. Wer zuerst nach oben kommt, wenn es überhaupt möglich ist, okay? Das ist die Challenge. Ich glaube nämlich, es ist einfacher, wenn ich hier drüben ranzukommen. Oh. So, nicht ganz so steil die Kurve zu nehmen. Probier's mal hier. Und Turbo-Modus, let's go. Komm schon, zieh. Oh, fast. Noch ein bisschen, noch ein Stück. Oh, okay. Oh mein Gott. Okay, ich habe einen kleinen Gipfel erklimmt. Oh mein Gott. Keine Power, rückwärts zu fahren. Boah, das ist schwer. Ich sag's euch, das ist richtig schwer. Oh mein Gott, nein. Abgestürzt, Absturz. Mayday. Oh, zum Glück habe ich einen Helm an. Oh nein, ich fliege runter. Nein, ich bin komplett abgestürzt. Nein, ich muss jetzt wieder nach hoch. Oha, vielleicht. Ich probiere es mal von der Seite, Freunde. Ich muss nur an diese Spitze kommen. Guck mal, und dann könnte ich es schaffen. Ich probiere es mal von der Seite. Ich hoffe, dass es besser funktioniert. Eigentlich ist hier der Berg nicht ganz so hoch. Okay, ich bin bestes. Let's go. Feuerfrei. Oh ja. Oh, stopp. Nein.
Ich bin drüber gejumpt. Halt, halt. Oh nein. Ich bin komplett drüber. Nein. Nein. Ins Wasser komplett. Oh, ich bin gescheitert. Ich bin kläglich gescheitert. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich war so gut, ich dachte, ich schaffe das. So, das ist auf jeden Fall schon weit, aber wie kommst du von hier? Du müsstest probieren. Entweder schaffst du es hier auf diese Klippe. Das ist aber echt extrem schwer. Oder vielleicht auf... Schimpfmichel. Oh nein, 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 probier mal auf die Seite hier zu kommen. Guck mal hier. Hier bin ich rüber gejumpt. Ich glaube, hier wäre es nicht schlecht, wenn du hier auf diese Spitze so drauf kommst irgendwie. Und dann kannst du schön vorsichtig hier entlang fahren, weißt du? Oh nein, Schimpfmichel. Oh nein, da fliegt einer runter. Oh nein. Da ist jemand auch eskaliert wie ich. Oh nein. Oh oh. Oder wir packen dich vielleicht mit der Drohne. Und einer hebt sich an die Drohne und hebt gleichzeitig auch dein Motorrad fest. So, okay. So, jetzt Schimpfmichel, wo ist dein Dings? Dein Motorrad? Beziehungsweise, wo ist denn der? Genau so. Jetzt muss ich nur noch einer aufs Motorrad setzen. Dann könnten wir nämlich hier rüber. Oh Gott. So. Warte mal, perfekt. Oh, vorsichtig fliegen. Oh, das Gewicht, guck mal, wie das Gewicht von der Drohne so runterzieht. Alter, wir könnten... Oh mein Gott, wir könnten so eine Kette bilden. Schaut mal. So ein Wobbly nach dem anderen. Ein Wobbly, dann hält noch einer irgendwas dran fest. Dann nochmal ein Wobbly und dann so eine Riesenkette einfach. Eine fliegende Kette. Das wär's. So, flieg vorsichtig so lange mit Schimpfmichel, mit Wobbly-Waffel. Oh Gott. So, und hier vorsichtig absetzen. So, zack. Und ein bisschen runter. Noch ein Stück. Sei bloß vorsichtig. Noch ein Stück. Okay. So, guck mal. Oh nein, und nicht runterfallen. Oh nein. Oh. Vorsichtig. Oh nein. Hier so. Oh ja, okay. Jetzt ist deine Chance da, Wobbly-Waffel. Deine Chance. Okay, wir schauen dir zu. Ich, der Drohnenmann, filme alles, okay? Ich filme. Oh ja. Sehr gut. Er gibt Gas. Vorsichtig. Schön konzentriert bleiben. Und Turbo. Er rutscht ab. Oh nein. Er ist abgerutscht. Wir haben ihn verloren. Mayday. Wir haben ihn verloren. Oh nein. Er fliegt komplett den Berg runter. Der Arme. Er hat sich alle Knochen gebrochen. Oh nein. Wobbly-Waffel hat sich alle Knochen gebrochen. Vielleicht können wir auf beiden Seiten. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht auf beiden Seiten. Einer auf einer Seite und der andere auf die andere Seite. Dann kann ich beide gleichzeitig transportieren. Oh mein Gott, wir haben eine Kette. Wir haben eine Kette, Freunde. Wir haben eine Kette. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Einfach eine Kette. Zwei Wobblies mit zwei Motorrädern. Alter, die Drohne zieht's voll zur Seite. Wir haben Schräglage. Die dürfen auf keinen Fall loslassen. Okay, versuch jetzt Vollgas zu geben und hoch. Hoch, zieh. Oh, die Drohne zieht. Die gibt alles, was sie kann, die Drohne. Die kann aber nicht schneller. Oh, Alter, es funktioniert, wir haben eine Kette. Wir haben hier ganz schön viel Dings. Oh mein Gott. Okay, Vorsicht, nicht fallen lassen. Oh mein Gott, da oben versucht jemand. Oh mein Gott, das müssen wir uns kurz angucken. Oh mein Gott, hier, wen haben wir da? Wir haben Snake. Oh mein Gott, er schafft es. Snake schafft es. Oh mein Gott, er schafft es. Er stand oben. Snake hat es geschafft. Oh mein Gott, Freunde. Wir versuchen das Ganze auch noch hinzubekommen, die zwei. Damit hat Snake mich auf jeden Fall getoppt. Okay, wir haben einmal abgesetzt. Perfekt. Jetzt müsst ihr vorsichtig. Oh nein. Schimpfmichel, nein. Oh nein. Nicht runterfallen. So, stehen bleiben. Jetzt vorsichtig. Jetzt ganz vorsichtig. Wir beobachten. Ganz aus sicherer Entfernung werden beobachtet hier die Situation. So. Okay. Jetzt aber okay. Und Vollgas. Okay, Wobbly-Waffel, dein zweiter Versuch. Let's go. Also Snake hat es jetzt nach ganz oben geschafft. Er fliegt. Oh nein. Er hält sich. Oh nein, er rutscht ab. Oh nein, er ist abgerutscht. Er hat einen Abgang gemacht. Er hat umgedreht. Oh nein. Wobbly-Waffel, nein. Oh nein. Das war's, Leute. Wir müssen sie einsacken. Aber Glückwunsch an Snake. Snake hat es auf jeden Fall geschafft. Und ich flieg hoch. Ja, es geht. Oh mein Gott. Man kann mit dem Netz die Dings fangen. Man kann Wobblies mit dem Netz fangen. Oh mein Gott, schaut euch das an.
Schaut euch das an. Ich habe ihn gefangen. Oh nein, Snake ist wieder entwischt. Man kann mit dem Netz aber Wobbys fangen. Das ist ja cool. Zack und rein da. Rein die Wobbys. Schön ins Netz rein. Jawohl, ich habe sie gefangen. Ich bin der Rattenfänger hier. Oh nein, ich muss rückwärts fliegen. Ach so. Schaut mal, ich muss rückwärts fliegen. Oh mein Gott. Oh nein, einer ist rausgefallen. Aber schaut mal, so halten sie. So bleiben sie im Netz. Ich habe die Wobbys gefangen. Das sind meine Wobbys. Ich entführe. Das ist dein Führer. Oh mein Gott, das ist einfach Dings. So kann einfach so ein Bösewicht Leute entführen. Ich habe sie entführt. Und bringe sie jetzt in mein Geheimversteck. Schiffmärchen! Abfahrt! Oh nein. Die Wobby-Waffel hängt in meinem Netz fest. Das ist der Plan der Minions. Er hängt im Netz fest. Ich hab ihn. Wie das aussieht. Das sieht voll cool aus, ey. Wir wurden gecrashed. Oh mein Gott. Bobby Waffel. Oh nein, er fliegt runter. Wir wurden gecrashed. Mayday. Absturz. Oh nein. Ey, das Netz ist richtig cool. Richtig nice, ey. Zack, wir müssen. Abflug. Zeitlupe. Bam. Aua. Alle Knochen gebrochen. Ich bin tot. Einfach tot. Ich werde zersägt noch mit der Haut. Ich werde einfach vom Propeller zersägt. Aua. Ein Goldcoin hat der gute Snake gewonnen. So. Ich muss den Preis überreichen. Wo ist so, der Gewinner? Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der Gewinner der Challenge ist Snake 2012. Oh mein Gott, er wird überfahren. Hilfe. Der Snake wurde überfahren. Oh nein, er ist tot. Nein, er lebt noch, okay. Er lebt noch. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, unsere Challenge-Teilnehmer. Das ist der Gewinner von der Challenge. Snake 2012. Einmal Applaus, bitte. Er hat es geschafft, die Challenge den Berg da hoch zu klimmen und bekommt dafür eine Goldmünze. Mein Herr, ich darf Ihnen die Goldmünze überreichen. Bitteschön. Das haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank. Sie haben sich redlich verdient. Aber Schimpfmichel 2 und Wobby Waffel sind auf jeden Fall auf Platz 2. Sie teilen sich Platz 2, da sie es fast geschafft haben. Aber es gibt immer leider nur einen Gewinner. So, meine Damen und Herren, das war auf jeden Fall die erste Challenge hier. Erklimme den Berg mit diesem Motorrad.